Jesus. Ja, servus miteinander und erst einmal ein gesundes Leid für euch alle. Heute ist das neue Jahr, der 1. Januar 2018. Ganz fertig geworden bin ich zwar mit meinem Dach 2017 immer, aber es macht auch nichts. Ein neues Jahr, neues Glück. Also wie gesagt, erst einmal frohes Neues. Ja, was ist bis jetzt passiert? Wir haben heute zur dritten Scheibe wieder eingebaut, aber leider kein Video davon. Das war eine Plackerei, das wäre auch ein Video sehenswert gewesen. Die ist auf alle Fälle wieder drin. Die soll bei Gelegenheit aber noch poliert werden. Damit die ganzen Striemen und Kratzer rausgehen, damit man da wieder einigermaßen durchgucken kann. Ich bin jetzt gerade drüber, ich verschraube das ganze Dach wieder. Ursprünglich war das mit so, ja, wie soll ich sagen, mit so Pinsel festgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es an der alten Plane noch. Ne, die sind alle abgerissen, das ist nicht mehr da. War auf alle Fälle wie mit so Pinze und mit Blech verankert. Die sind aber alle rausgerissen. Original wäre das so gewesen. Jetzt sind dann quasi diese verzinkten Schrauben, die man oben rausgucken sieht, der Ersatz dafür, weil diese Pilze gibt es nicht mehr. Das macht mir aber auch nichts aus. Ich finde das so auch in Ordnung. Das Ganze hält ganz gut, lässt sich dann auch relativ leicht wieder abnehmen, weil die Pilze, die haben jetzt so viel. Also die haben immer das Problem gehabt, die sind immer rausgerissen. So ist es auf alle Fälle deutlich besser. Ja, wenn man im Bulldogöner sitzt, ist die Tür wieder relativ zu. Ich muss immer noch die rechte Seite von der Frontür verschrauben, die Türschrauben ranmachen. Ich muss die Planen dann so spannen, dass man einigermaßen wieder die Standlichter sieht. Die sind relativ stark verdeckt. Mal gucken, wie ich das anstelle. Der Scheibenwischer muss noch rein und angesteckt werden. Kabel muss ich dann noch kürzen. Ja, und dann ist der Bulldog eigentlich wieder fertig. Dann schaut mal die Ahnung so aus, wie er früher war. Seitenspiegel am Dach gibt es keine. Hatte er nicht gehabt. Da war zwar ein Spiegelhalter dran, aber nie ein Spiegel montiert. Ich habe nur den Innenspiegel gehabt, das hat mir bislang immer gereicht. Durch die Seitenspiegel haben wir, muss man aber ehrlich sagen, auch die Jahre nichts gesehen. Die Scheiben, die waren so dermaßen vergilbt. Ich meine, jetzt kann man ja sehen, man kann mir richtig schön durchgucken. Durch diese Seitenscheiben. Wenn ich einmal eine von den alten Scheiben zum Vergleich nehme. So haben wir ausgeschaut. Also man hat zwar ein bisschen was erkannt, aber die waren so dermaßen gelb. Nicht gerissen, übrigens alte. Also die sind schon unterschiedlich Tag und Nacht jetzt. So lassen wir das Ganze doch eingehen. Wie gesagt, die Plane wird jetzt oben noch schön verschraubt, dass das wieder alles hält. Dass da nichts scheppert, nichts klappert. Dass man von oben nicht nass wird. Als nächstes dann den Scheibenwischer noch rein und dann die Bügelschrauben unten. Und dann gucke ich nochmal, wie ich die Frontplane noch ein bisschen verspannt kriege. Und dann ist einmal ein Testfahrt angesagt. Heute natürlich eher schlecht. Dann kürzen mich die Nachbarn, wenn ich heute rumfahre. Aber morgen dann, ich habe morgen meinen freien Tag. Das nutze ich aus. Da werde ich einmal eine Probefahrt machen, einfach einmal um zu sehen, ist das Ding wieder einigermaßen windig oder nicht. Ja, jetzt ist mir natürlich ein Beilichtscheiben in die Krummen untergefallen. Typisch. Wenn wir die Krumm aufmachen. Brr. Aber ist ja nicht so, wir haben ja Gott sei Dank einen Kran. Ja, ja, so ist das. Taschenlampen haben wir Gott sei Dank einstecken.
In der Grum schaut es schon wieder aus wie Sau. Das ganz normale Chaos. Oh, mal schauen, wie das ist. Ist ja nicht so, ich hätte ja ein Lager, aber die beiden Lichtscheiben will ich schon wieder holen. Weil die ist original. Da ist sie doch. Ein Glück hab ich angerannt, die Hunden. So. Im Übrigen, die Schrauben sind fast alle drin. Eine Schraube noch, dann geht's an den Scheibenwischermotor. Reilly, willst du eingesperrt werden? Das glaube ich nicht. Ja, dafür braucht man das Ding. So. Ja. Wie gesagt, eine Schraube fehlt noch, sieht man ja da. Die Nieten seitlich sind drin. Hinten ist er schon komplett verschraubt, die Seitenplanen sind fest drin. Da fehlen noch die Bügelschrauben, Scheibenwischermotor, fertig. Schauen wir mal. So, jetzt ist wieder ein bisschen was passiert. Die Schrauben vom Dach sind jetzt alle angezogen, die Dachplane sitzt jetzt richtig fest. So ist die verschraubt. Wie man sieht, der Scheibenwischer ist mittlerweile auch montiert, der Scheibenwischermotor sitzt wieder drinnen. War ein wenig gefrickelt, aber es hat funktioniert. Der läuft auch, kann ich auch zeigen. Kleinen Moment. Einmal Blick von oben auf meine Scheibenwischer. Also die Scheibe ist geputzt, braucht man sich keine Gedanken machen, dass es jetzt groß Kratzer gibt. Ja, so sieht das Ganze aus. Die Scheibe muss jetzt noch poliert werden. Da habe ich meinen Exzenterschleifer dafür. Und drei Bügelschrauben müssen noch rein. Ja, an die hat es mich immer noch nicht rangezogen. Kommt noch, weil ohne geht nicht. Und dann die Plane noch ein bisschen unten im Fußraum verstaut. Ich zeige das einmal, wie es jetzt da innen ausschaut. Also so ist der Blick im Schlepper selber. Die Plane rechts ist natürlich, wie gesagt, noch nicht verschraubt, deswegen ist die so zerknautscht. Normal ist es dann hier auf der linken Seite. Und links, das passt auch noch nicht ganz. Das muss natürlich auch noch alles angepasst werden. Ja, ist noch ein wenig gepopelt. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mache oder ob ich es morgen früh da noch schnell erledige. Morgen muss der Bulldog auf alle Fälle hier raus, weil dann der VW-Bus hier rein soll. Ja, außerdem will ich ja eine Testfahrt auch machen. Bloß langsam wird es kalt unten. Es ist zwar erst 6:30, aber wir haben gesagt, 7 wollen wir Abendessen. Von daher, wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich es gar fertig mache. Ja, wie gesagt, das Grundgerüst steht. Soweit ist alles drauf. Das bisschen Nachspannen und so muss ich natürlich noch erledigen. Aber man erkennt schon mal wieder im Groben, wie der Schlepper aussehen muss. Hier mal von der Fahrerposition aus. So ist der Blick nach vorne. Ja, also wie gesagt, ich finde den Bulldog schön. Das macht mir immer wieder Spaß, damit zu fahren. Den haben wir jetzt schon so lang. Ich habe auf dem Schlepper da das Schlepperfahren gelernt, das Rückwärtsfahren mit Anhängern gelernt, das Zweiachserfahren gelernt. Ich gebe es zu, das Zweiachserfahren in Perfektion kann ich es noch nicht. Aber es kann nur besser werden. Übung macht den Meister. Und wie gesagt, mit dem, der ist schön wendig, der ist schön klein.
geht es wunderbar. Und zur Not, man könnte ja vorne einhängen, dann ist es kein Problem, dann geht alles. Ja, auf alle Fälle so der Stand der Dinge. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Scheibe dann, wenn er geparkt wird, soll immer runtergeklappt sein. Dann setzt sich der Staub nicht so drauf, weil wenn die immer offen steht, dann ist der Staub immer so auf der Plane. Quatsch, auf der Scheibe drauf. Dann klappen sie sie runter, dann sehen sie, oh, da sieht man doch nichts durch, dann wird sie wieder hochgeklappt und dann fahren sie mir jedes Mal den Scheibenwischer unter die Äpfelbäume kaputt. Ich weiß nicht, wie viel den Scheibenwischer ich auf dem Bulldog schon verbaut habe, aber ich hoffe doch, dass der jetzt endgültig nochmal drauf bleibt. Man merkt es dann immer in der Presse. Wenn dann hinten irgendwie so ein komisches Ding rausstatzt, dann war es mir auch, das war der Scheibenwischer vom Bulldog. Ja. Wie gesagt, ich verspanne das Ganze noch und morgen wird dann eine Testfahrt gemacht. Ich hoffe, soweit hat es schon mal Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr noch ein Abo da lassen. Meinetwegen einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch einen Kommentar schreiben, was ich vielleicht besser machen könnte. Mit dem ganzen Filmen. Ich bin ja da noch Anfänger, könnte man sagen. Also ruhig sagen, wenn ihr irgendwas anders wollt. Ich bin schon gefragt worden, ob ich nicht so Farm-Vlogs machen könnte. Ja, überlegt habe ich es mir schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich das so schaffe, weil so viel zu erzählen gibt es bei uns nicht. Ich meine, ich mache immer mal die Projekte, die halt hier anfallen. Ich kann gerne mal so meinen Tagesablauf aufnehmen. Ich komme aber halt, wie gesagt, nicht jeden Tag dazu zu filmen. Weil ich ja hauptberuflich woanders arbeite und nicht in der Landwirtschaft. Und da ist einfach nicht die Zeit dafür, dass man dann immer sagt, man hat die Kamera dabei und wenn man dann abends nur schnell den Stall macht und dann gibt es Abendessen oder was, dann hat man einmal meistens keine große Lust mehr. Also wie gesagt, ich versuche es immer wieder. Ich werde immer mal wieder Videos bringen. Mir macht das Ganze schon Spaß. Auch das Filme schneiden und so. Kann auch nur besser werden. Ich habe mich jetzt mit dem Programm mal einigermaßen reingefunden. Was glaubst du schon wieder? Und ich denke mal, das kann ja nur besser werden. Spätestens bei der Testfahrt kommt noch mal ein kleines Video. Da werde ich euch mitnehmen. Dann seht ihr einfach einmal den Blickwinkel vom Schlepper selber. Dann hört ihr auch mal den Klang vom Kramer während der Fahrt. Ich meine, das ist vielleicht auch mal für den einen oder anderen interessant. Und mir geht es schon wieder ziemlich ab. Ich bin das letzte Mal mit dem Bulldog im Oktober gefahren, seitdem nimmer. Na gut, jetzt dann halt runter in die Halle, okay. Aber der stand jetzt eine ganze Zeit, eben weil kein Dach drauf ist. Und wenn kein Dach drauf ist, dann macht das Ausmisten keinen Spaß. Weil wenn es dann eh nass ist, dann nehme ich lieber ohne die HC. Das ist einfacher und schneller mal mit dem Anhänger, genau, das geht dann mit dem IHC genauso gut. Da brauche ich dann auch nicht den Kram. Jetzt habe ich das Dach wieder drauf, jetzt habe ich quasi wieder keinen Vorwand mehr zu sagen, ich kann nicht damit fahren. Jetzt wird es aber wieder Zeit, dass ich mich auf den Schlepper setze. Dafür habe ich ihn gerichtet. Der Schlepper, der ist jetzt auch nicht nur fürs Museum gedacht, sondern der ist hier noch wirklich zum Arbeiten da. Der wird gebraucht zum Heuwenden, zum... Na gut, Main kann ich jetzt nicht mehr sagen. Main hat er vorher mit dem Balken gemacht. Habe ich jetzt mittlerweile ein Trommelmähwerk, das habe ich mir letztes Jahr angeschafft. Aber zum Heuwenden wurde er eingesetzt, zum Pressen wurde er unter Umständen auch mal eingesetzt. Das muss ich aber sehen. Am Ladewagen, zum Anhänger ziehen, ja, spazieren fahren. Macht mir ja auch ab und an einmal, weil es schön ist. Zu Schleppertreffen fahre ich ihn natürlich auch. Aber hauptsächlich, wie gesagt, zum Arbeiten. Kartoffelgraben, Kartoffelstecken, mit der Hacke durchfahren, mit dem Häufelpflug durchfahren. Das macht alles der Schlepper, eben weil er ein kleiner ist, wendiger ist. Der IHC hat keine Pflegebereifung drauf. Da kämen wir in die Kartoffeln gar nicht rein. Und nur der Samuel-Ruder, wie gesagt, der passt wunderbar an den da ran. Das geht wunderbar. Von daher... Wie gesagt, eingesetzt wurde er auf alle Fälle noch. Früher beim Großvater ist er mehr gelaufen. Mein Großvater, der war hauptberuflich Landwirt, hat nebenbei noch beim Baron in Wernstein hinten als Holzer, also als, ja,
heute doch so mit Forstwirt gearbeitet und war nebenbei dann noch bei die Feld geschwonnen. Und er hatte kein PKW. Er hatte von der Wehrmacht damals nur den Führerschein für die Motorräder. Und mit dem durfte er entweder die Landmaschinen fahren oder eben, wie gesagt, Motorräder. Und naja, den Schlepper hat er gehabt, den hat er sich angeschafft. Das war halt sein Ersatz fürs Auto. Mit dem war er dann immer unterwegs. Mit dem ist er durchaus auch mal zu der Brennerei runtergefahren, die wir hier im Dorf haben. Man hat dann immer gewusst, wenn er in der Brennerei war, weil dann hat der Bulldog nicht mehr in die Garage reingepasst. Dann war die Garage auf einmal zerklar. Ab und an ist es auch mal vorgekommen, dass er dann heimgekommen ist, ihr müsst da mal einen Bulldog aus dem Chrom rausziehen. Der ist dann einfach seitlich reingerutscht. Deswegen sind die Kotflügel, das sieht man jetzt nicht mehr so gut, die Kotflügel stehen links und rechts ein bisschen nach oben. Das war einfach, weil er in den Graben gerutscht ist. Aber wie gesagt, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe den Schlepper gern, das ist das Erbstück vom Opa. Mich würde immer interessieren, was der Opa jetzt drüber denken geht, was er jetzt umgeht. Aber ich glaube, der wird sich freuen, wenn er sieht, wie sein Grame jetzt ausschaut. Ja, der Reili klaut schon wieder das Holz. Das ist ein diebischer Elster. Ein Monster. Ja, naja gut, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt Neujahr alle gut verbracht. Habt nicht alle einen zu starken Kater von gestern Abend gehabt. Also mir ist es nicht so gegangen. Ich bin seit früh um 5.17 Uhr auf. Ist zwar Feiertag, aber man steht doch ein wenig eher auf. Mein Tag beginnt immer eher. Ich habe heute, wie gesagt, gerade dann ein wenig gebaut. Ich habe meinen Stall gemacht gehabt. Ja, wie gesagt, jetzt ist der Schlepper soweit fertig. Morgen dann, wie gesagt, habe ich vor, eine Probefahrt zu machen. Und wenn dann alles soweit dicht ist, wenn es nicht zu stark reinweht, was ja der Sinn von dem Fertig ist, dann bin ich wieder ganz zufrieden. Dann ist er wieder der alte, wie er halt früher war. Bloß jetzt natürlich ein wenig schöner. Vorher war er halt doch schon ziemlich angegriffen. Die Kotflügel waren durchgerostet, jetzt ist alles wieder schön. Von daher, wie gesagt, wir sehen uns wieder. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend noch. Servus.